Ist das geil, wenn man der Erste ist. Keine Spur im Schnee. Ahoi und willkommen zu einem neuen Video. Yeah, bei uns hat es das erste Mal geschneit. Und ich habe mir dann gleich mal das Fahrrad geschnappt. Und wie man an den Spuren sieht, bin ich heute der Erste hier oben. Ich will mal eine kleine Runde über die Home Trails machen. Mal gucken, wie das wird. So. Hier kommt so eine Stelle über Wurzeln und so ein Baumstumpf. Im Nassen schon tricky. Mal gucken, wie gut das im Schnee geht. Hui. Besser als gedacht. Und das sieht hammer aus. Aber genauso lässt sich es auch gerade fahren. Komplett laubbedeckt und das mit Schnee drauf. Meine Güte, wie anstrengend. Boah, ist das rutschig. Ist das Hammer. Juppie. Erster zarter Versuch zu springen. Halben Meter geschafft. Oh Mann, das macht so viel Laune, dass ich die Leine jetzt noch mal fahre. Ich habe die jetzt schon so ein bisschen ausgetestet. Macht irre viel Spaß. Bisschen sketchy bei dem Schnee. Aber voll geil. Und macht richtig Laune. Ein bisschen weniger Luftdruck drauf. Die Anfahrt, naja, nicht ganz die Geschwindigkeit, die ich möchte, aber das passt schon. Und ich meine, so, wozu haben wir denn einen Lieblingssprung? Also Kurvenfahren ist ein bisschen sketchy. Sehr schön. So, ich bin oben angekommen und muss sagen, rauf war ja schon sketchy, aber ich glaube, runter wird noch viel interessanter. Denn unter dem Schnee ist ja alles loses Laub, was alles andere als griffig ist. Also wird das gleich hier runter eine spaßige Angelegenheit. Aber deswegen bin ich ja hier hoch. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze heil überstehen und wie wir unten ankommen. Ja, dann würde ich sagen, normalerweise setze ich mich jetzt im Sommer hier oben hin und genieße das ein bisschen. Aber das werde ich jetzt wohl bei den Temperaturen nicht allzu lange machen und nehme die Temperatur vom Hochfahren gleich mit runter. Okay, dann wollen wir das Ganze mal starten. Das Ganze wird jetzt wahrscheinlich nicht sehr schnell aussehen, weil sich das Ganze auch nicht so schnell fahren lässt. Beziehungsweise ich mich gar nicht traue jetzt hier. Aber irgendwie macht es trotzdem Laune.
doch nicht alleine hier. So, das war der erste Snow White dieses Jahr oder beziehungsweise diesen Winter. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ich bin okay geblieben. Das Bike ist okay. Alles wunderbar. Und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal, ob ihr jetzt im Winter bei dem Schnee auch fahrt und so viel Spaß habt. Und seid ihr neu, würde ich mich euch über Abo freuen. Und ich würde sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss.